Wenn IS weg ist, wenn IS ausgelöscht ist, ist er auch ausgelöscht. Wenn IS nicht mehr da ist, ist er auch nicht mehr da. Er lebt von IS. So starten ein neues Video gegen Amir Arapur, unseren möchte gerne Ex-Muslim klären auf, ja. Und wir werden inshallah nochmal einige Sachen eingehen, ein Thema eingehen. Aber im letzten Video haben wir schon aufgezeigt, dass er was ist, dass er eigentlich die Eigenschaften von den Antichristen hat, dass er sich widersetzt, den Gott Jahwe in der Bibel sich widersetzt, dass er die Gesetze missachtet, dass er das mit Terror verbindet, mit IS verbindet, und zwar die Gesetze, die im Alten Testament geschrieben steht, dass er Jesus missachtet, dass er gegen Jesus al-Salam ist, dass er gegen Jesus des Alten Testament, also ich meine, immerhin gibt es sehr viele Juden, die diese Gesetze folgen oder zumindest die Gesetze groß sehen, ja, dass die Gesetze von Gott sind, ansehen, oder viele Christen auch unter anderem, oder einige Christen, nicht viele, aber einige Christen, die auch daran glauben, dass diese Gesetze, dass Gott diese Gesetze hervorgehoben hat, ja, oder dass die heute noch akzeptiert werden. Und Amir sagt, dass diese Gesetze, die in der Bibel geschrieben stehen, so wie wir es auch aufgezeigt haben, in Hebräerbrief, in Deuteronomium Kapitel 17, in 3. Mose Kapitel 24, Vers 16, wo es geschrieben steht, zum Beispiel, derjenige, der Gott lästert, der soll sterben. Das hat Jahwe verursacht. Das waren die Gesetze von Jahwe gewesen. Das waren ja nicht die Gesetze gewesen, die jetzt von IS, sondern die steht schon in der Bibel geschrieben, derjenige, der Gott lästert, soll sterben. 5. Deuteronomium, Kapitel 17, Vers 1, derjenige, der seine Religion verlässt, man bettel adina ufaqtuluhu, hat wer gesagt, hat Jahwe gesagt, wer seine Religion verlässt, soll sterben, der soll des Todes sterben, wenn man natürlich auch Zeugen hat, ja, oder halt in Hebräerbrief, steht auch geschrieben, ja, derjenige, der halt das Alte Testament folgen sollte, der unter seiner Religion verlässt, seinen Glauben verlässt, der muss getötet werden, und der Jesus halt verleugnet, der ist viel schlimmer dran als das. Viel schlimmer dran. Steht ein Hebräerbrief geschrieben. Ja, ist nicht unsere Worte. Und Amir hat genau das Gegenteil gemacht. Amir hat das Verbindungen gebracht. Diese Gesetze, die im Alten Testament halt vielleicht schon gewaltig sind, die hat er Verbindung gemacht mit IS, mit Terror, und hat mit Finger auf den Islam gezeigt und meinte, guck mal, wie schlecht ist der Islam. Und dieser Mensch weiß einfach nicht, was er tut. Ja, so wie Allah subhanahu wa ta'ala im Koran sagt, yuriduna liyutfiru nurallah biafwahim, wallahu mutimmu nuri walau kariha al-kafirun. Sie wollen gern Allahs Licht mit ihren Munden auslöschen, aber Allah wird sein Licht vollenden, auch wenn es den Ungläubigen, was ist? Zuwider ist. Wie Allah subhanahu wa ta'ala Surat Al-Anfal Ayah 8 sagt, وَلِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْتِلَ الْبَاتِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ, und die Wahrheit zu bestätigen und das Falsche, was zu machen? Zunichte machen. Auch wenn es den Übeltätern, was ist? Zuwider ist. كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ, auch wenn es den Übeltäter zuwider ist. Und wir werden diese Wahrheit zeigen und immer wieder deren Lügen auflöschen, auch wenn es den Ungläubigen zuwider ist. Wir werden natürlich, wie gesagt, ja, das Ganze halt aufzeigen, die Wahrheit, und in diesem Video wird es genauso gehen. Es geht hier um die Wahrheit. Wir werden die Lügen nochmal aufdecken von Amir Arapur, wie er Lügen verbreitet bis Ramadan. Denn danach haben wir auch keinen Bock mehr, die Stimme zu hören, seine Gestalt zu sehen, weil das ist einfach nur die Strafe. Was haben wir gesagt im letzten Video? Die Strafe ist nicht, dass er die Strafe bekommt, dass er damit lebt. Die Strafe ist, dass er das nicht sieht. Summun, bukmun, umyun, fahum, la yajun. Taub, stumm, blind, sie kehren nicht um. Die kehren nicht um. Sie werden nicht umkehren. Warum? Weil diese Menschen einfach blind sind, weil die so verhasst sind, so viel Hass haben im Herzen, so viel Schmutz im Herzen haben, so viel Lüge im Herzen haben, und zwar absichtlich von vornherein nur Lügen verbreiten, dass Allah subhanahu wa ta'ala keineswegs diese Menschen recht leiten wird. Allah leitet keine Lügner, die über Gott seine Religion verspotten, seinen Dien, seine Gesetze verspotten. Die wird er niemals, wenn die gerade mit Absicht sowas tun, niemals recht leiten. Die müssen erstmal um Reue bitten. Die müssen erst es säubern. Und das ist Amir, ist weit davon entfernt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala ihn recht leiten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala ihn recht leiten. Wir schauen uns das Video mal an, was er gemacht hat vor kurzem, vor ein paar Tagen. Allahu alam, schon wieder ein bisschen länger her. Wir werden schon das letzte Video von ihm hier nochmal zeigen.
was er hier sagt. Und dann werden wir ein Thema eingehen. Es geht hier um Kindertöten. Ja, und er sagt, im Islam gibt es Kindertöten, dass man darf, dass Prophet Mohammed das befohlen hat, und darauf werden wir eingehen. Was haben wir hier? Sahih al-Bukhari. Was haben wir hier? Sahih al-Muslim. Ja, wir haben hier auch al-Minhaj. Ja, sehr wichtig, ein wichtiges Buch. Wir haben hier auch Ibn Hajar al-Asqalani, Fathul Bari. Aber ich sag dir ganz ehrlich, wir brauchen das alles nicht. Wir nehmen die Seite, wo er hingeht, was er besucht. Und das werden wir einfach von seiner Seite, von der Seite, die er liest, einfach zeigen, wie dieser Mensch einfach ein Lügner ist. Was für ein Mensch das ist, dass er einfach die Wahrheit verdeckt und einfach nur Lügen verbreiten will. Dass er einfach den Islam schlecht machen will. Das werden wir hier in diesem Video zeigen. Und wir drücken jetzt hier auf Play. So, dieses Video beschreibt, was mit Frauen und Kindern von Andersgläubigen geschehen soll, wenn die Muslime Krieg führen. Achtung, ich prüfe das gleich aus den islamischen Schriften, ob das wirklich wahr ist, was der Typ sagt. Guck mal an, was er hier sagt. Ich prüfe das aus islamischen Seiten, sagt er, ob es wahr ist, was dieser Typ sagt. Unglaublich, oder? Er sagt selber, er bestätigt das, dass er das prüfen wird. Aber prüft er das denn? Das werde ich gleich zeigen. Merkt euch das bitte. Er sagt, er prüft aus islamischen Seiten, ob das stimmt, was dieser Mann sagt. Und jeder Mensch, der Bissen Verstand hat, wenn Allah subhanahu wa ta'ala ihm wirklich Bissen Verstand gegeben hat, wenn aus dem Herzen aus etwas ehrlich ist, wenn er wirklich, auch wenn er ein Islamkritiker sein soll, aber egal, auch Islamkritiker, denke ich mal schon, dass sie ein bisschen Verstand haben sollten und ein bisschen was Gutes im Herzen haben sollten. Weil alles, was drüber ist, das ist einfach nicht zu retten. Aber wenn sie das haben sollten, dann werden die klar und deutlich sehen, dass hier manipuliert wird, dass hier gelogen wird, dass hier vertuscht wird, dass Sachen nicht aufgezeigt werden. Und zwar mit Absicht. Es gibt keine andere Möglichkeit. Keine Chance. Gibt Amir keine Chance. Keine Chance. Gibt den Shaitan keine Chance, den Iblis, den Shaitan, den, wie ihr ihn denn auch sehen wollt, ja? Also wie ihr ihn auch nennen wollt. Gibt ihn keine Chance und gibt Amir auch keine Chance. Versucht einfach aus dem Herzen aus die Wahrheit zu suchen und zu sagen, ich will die Wahrheit hören. Wenn das die Wahrheit ist, sage ich dir ganz ehrlich, wir stehen dazu. Egal, wenn der Prophet irgendwas gemacht hat, wir stehen dazu. Aber wenn es nicht wahr ist, dann müssen wir das aufdecken und aufzeigen. Und er sagt hier, islamischen Quellen zu prüfen, ich werde euch zeigen. Wir gucken uns mal an, was er hier geprüft hat, und wir gucken mal an, ob er überhaupt geprüft hat. Allah, guckt euch mal an dieses Gesicht. Farblose Gestalt. Mohammed wirklich befohlen hat, Frauen und Kinder zu töten. Könnt ihr euch das vorstellen? Der eine oder andere sagt jetzt, ist der Amir wahnsinnig, wie Mohammed hat das befohlen? Ja, leider. Guck mal her. Er sagt, klar und deutlich, Mohammed hat das befohlen. Befohlen bedeutet, geh hin und töte Frauen und Kinder. Das ist befohlen, oder? Klar und deutlich. Der sich freut, wie so ein Satanist. Hört zu, meine muslimischen Brüder, hört euch an, unsere Fatwa, Rechtsgutachten. Also er spielt hier irgendjemanden ab, den kein Mensch kennt, kein Gelehrter, nichts, ein Unbekannter, no name, irgendeiner, der vielleicht in der Wüste wohnt und vielleicht, oder vielleicht zu diesen Leuten gehört, die vielleicht Geld bekommen hat, damit er diese Sachen Aussagen macht, Allahu alam. Auf jeden Fall ist dieser Mensch abgeirrt, weil er auch ein no name ist. Er kann nicht mit einem, was für Fatwa, von wem Fatwa, welcher Gelehrte, wer hat Fatwa gegeben, ja? Und guckt euch mal an, die Fatwa. Also es ist richtig, das ist sowieso. Also ich glaube nicht, dass es einer ist, von wirklich ein Muslim ist. Allahu alam. Aber ich gehe nicht davon aus, dass dieser Mensch, ich gehe davon aus, Allahu alam, möge Allah uns allen vergeben, aber ich gehe davon aus, dass dieser Mensch Geld bekommen hat, dass dieser Mensch, wo finden die sowas? Also ich habe sowas noch nie gehört. Ich bin schon seit hier über 30 Jahre Muslim, Alhamdulillah. Ich habe noch nie gehört, dass irgendjemand gesagt hat, geht Kinder und Frauen und so weiter und töten oder so. Aber dieser Mensch bringt es und kein Mensch kennt ihn. Keiner weiß, wer das ist. Und das ist sowieso, wenn jemand unbekannt ist im Islam, ist ein bisschen anders, und keiner ihn kennt und irgendwas behauptet, dann prüft man erst recht nach. Man muss es prüfen. Es ist Pflicht. Es ist Pflicht. Nicht angesehen, es ist Pflicht. Und gerade, wenn er über solche Themen redet, ne? Ein Unbekannter, irgendeiner, Der Islam in seinem Krieg mit den Ungläubigen erkennt keinen Unterschied zwischen Armeen und Zivilisten. Wahnsinn.
Guck mal, der Wahnsinnige, ey. Aber er freut sich gerade. Guck mal, gibt es da was zu lachen gerade, was du sagst? Ist doch eigentlich traurig, was dieser Mann sagt, oder? Ich meine, wenn dieser Mann wirklich so krank ist oder so, ja, dann ist es doch traurig. Wenn ich jetzt einen Priester zeige, der Kinder misshandelt, Kinder vergewaltigt, irgendein Priester, dann würde ich auch nicht mit Jesus verbinden oder mit dem Glauben verbinden und darüber lachen und gut finden. Aber guckt euch mal dieses Gesicht an, wie er sich freut. Das ist für ihn so schön. Gut, dass es dich gibt, weil sonst würde es mich nicht geben. So ungefähr. Gut, dass es dich gibt, sonst würde ich nicht mich geben. So ungefähr, weil er liebt sowas. Er findet sowas cool, weil es gibt hier wirklich nichts zu lachen. Auch wenn er jetzt im Ernst meint, aber er lacht darüber. Er findet das gut, dass Muslime so reden. Und das will er auch zeigen. Aber ich würde niemals jetzt Priester zeigen, die vergewaltigen Kinder und was weiß ich was tun. Könnte ich jetzt zeigen, oder? Ohne Ende. Ich habe vor kurzem noch einen Arte-Bericht gesehen, wo ein Priester, wo Nonnen vergewaltigt werden. Vergewaltigt, in der Kirche vergewaltigt werden. Arte, Sendung, ja. Aber ich würde darüber nicht zeigen. Ich würde mich schämen dafür, das jetzt zu zeigen. Ja, weil ich bin nicht so einer, der jetzt die Religion verspottet. Ich weiß, dass es mit Jesus, mit der Bibel nichts zu tun hat. Ja, diese Sachen. Aber er versucht so Sachen in Verbindung zu setzen und lacht noch darüber. Guckt euch mal an, dieses Gesicht, dieses satanische Gesicht. Guckt euch mal an, wie er... Yani, La ilaha illallah wahdahu la sharika la. Wo wir gerade gelandet sind, subhanallah, ja, dass wir überhaupt Videos machen würden, die in solche Gestalt, dass es Menschen gibt, die ihn ernst nehmen. Ja, dann möge Allah wirklich diesen Menschen Verstand geben. Heilen erstmal. Ich freue mich so sehr, sowas zu hören. Ich bin so glücklich. Meinst du, das ist ein Wahnsinn? Das ist irgendein kranker Typ, den kein Mensch kennt. Keiner hört ihn, niemand nimmt ihn ernst. Niemand, nicht mal die IS nimmt ihn ernst, ganz ehrlich. Nein, das ist ein originaler Muslim, der Mohammed liebt. Guck mal an, was er sagt. Jetzt ist es ein originaler Muslim, der Mohammed liebt, weil es ihm gefallen hat. Das sind originale Christen, diese Priester, die Jesus lieben, die vergewaltigen, Nonnen vergewaltigen, Kinder vergewaltigen. Ja, sollen wir das so sagen? Sollen wir das so machen? Arme, sollen wir in seinem Niveau sein? Sollen wir genauso in deinem Niveau sein? Ja? Nein, sind wir nicht. Sind wir nicht. Er ihn gleich verehrt, den Mohammed, weil das die Aussagen Mohammeds ist. Und ich prüfe das gleich. Pass auf. Naja, wir prüfen gleich zusammen. Kala ya Rasulallahi, o unser geliebter Prophet, wir werden die Ungläubigen angreifen. Jetzt zitiert er den Hadith, pass mal auf. Können wir auch ihre Kinder und Frauen töten, wenn es sein muss? Das ist die Frage, die dem Propheten Mohammed gestellt worden ist. Die haben Mohammed gefragt, ja Mohammed, wir greifen die Muschikin abends, weil bei unseren nächtlichen Angriffen greifen wir ja die Muschikin an. Und da sind ja auch Frauen und Kinder darunter. Was ist mit denen, die getötet werden? Jetzt pass mal auf. Da sind auch Frauen und Kinder darunter. Ihr hört es gerade an, also er versucht es jetzt so rüberzubringen, ob der Prophet Sam gesagt hat oder Fatwa gegeben hat, weil diese Leute kamen zu den Propheten und gefragt haben, dürfen wir Frauen und Kinder töten? Und der Prophet Sam soll gesagt haben, ja, ist kein Problem, das gehören. Das werden wir gleich sehen. Also er versucht jetzt zu manipulieren, weil diese Hadith gibt es gar nicht so auf diese Art und Weise. Diesen Hadith auf diese Art und Weise, dass jemand vorbeikommt und fragt, dürfen wir Frauen und Kinder töten für die Zukunft? Ja, und der Prophet sagt, ja, ihr dürft es tun oder es gehört zu Götzenanbeter. Dieser Hadith ist nicht so auf diese Art und Weise. Das ist eher gemeint, wenn es dann passiert im Not, wie sollen wir damit umgehen? Ja, die gehören zu einem Götzenanbeter, so ungefähr. Aber dazu kommen wir gleich noch. Wir wollen das Thema gleich eingehen. Auf jeden Fall versucht er jetzt schon zu manipulieren und zu lügen. Aber dazu kommen wir gleich. Wie Mohammed antwortet. Darihim. Ja, Spur zurück, das brauchst du. Hat verpasst. Können wir auch ihre Frauen und Kinder töten, wenn es sein muss? Das ist die Frage. Guck mal, wie Mohammed antwortet. Ja, das sagte unser geliebter Prophet. Guck mal, wie der seinen Propheten liebt. Nicht wie hier eure Shisha-Muslime. Er liebt seinen Propheten wirklich. Guck mal, er ruft gerade auf, Er ruft gerade auf, dass die Muslime hier Kinder und Frauen töten sollen, indirekt gerade. Er peilt es nicht. Ja, danach verbessert er das, glaube ich, nochmal. Aber er ruft gerade auf. Das ist gerade ein Aufruf. Das muss man zur Polizei schicken gerade. Da muss man wirklich eine Anzeige machen. Genau diese Stelle. Guck mal, ihr ist sicher, er ist nicht so wie unser Prophet Mohammed. Der Prophet Mohammed hat Kinder und Frauen getötet. Ihr tötet eure Frauen und Kinder nicht.
Ihr, die in der Shisha-Bar sitzen, ihr müsst eigentlich Frauen und Kinder töten, wenn ihr dem Propheten Mohammed folgen wollt. Das sagt er gerade hier. Gefährlich. Gefährlich, wenn ein Mensch, ein Muslim, irgendjemanden Anschlag machen sollte. Ich sag ganz ehrlich, dieser Mensch ist betroffen. Dieser Mensch ist schuldig. Wir haben das in die Tat umsetzen, Frauen und Kinder zu ermorden. Versteht ihr nicht, dass der Islamische Staat nicht idiotischer Staat ist, sondern wahrhaftige Muslime ist? Ich prüfe das gleich. Guck mal, wahrhaftige Muslime sind. Also er fordert gerade auf, jeder Muslim soll töten, sagt er. Unglaublich, oder? Dass diese Videos noch da einfach da sind. Ne? Meine Videos werden gelöscht, obwohl ich nichts zeige. Einfach nur die Geschichte aufzeige von hier Bosnienkrieg zum Beispiel, ja, gegen die Serben. Und was passiert da? Meine Videos werden gelöscht. Und dieser Mensch ruft gerade auf indirekt und sagt, ihr Muslime, ihr müsst eigentlich auch Frauen und Kinder töten. Sitzt nicht irgendwo in Shisha-Bar rum, wenn ihr dem Propheten Mohammed folgen wollt. Und dieser Mensch, alles sauber, alles clean, alles sauber hier. Aber wenn was passiert, dann werden wir sehen. Dann werden wir sehen. Aus den Hanis. Aber haben wir leider, dass diesen Menschen auch keiner eigentlich ernst nimmt. Das ist ja nicht so, der hat dann so einen Einfluss eigentlich. Oh. Ja, das sagte unser geliebter Prophet. Ja, sie sind ein Teil von ihnen. Innahum minhum. Peinlich, lächerlich, Mann. Einfach so wie eine Papagei, einfach nur, einfach, weiß gar nicht, was er da sagt. Einfach runterrattern. Ja, sie sind ein Teil von ihnen. Das hat unser geliebter Prophet festgelegt, nicht irgendjemand. Somit ist das Töten ihrer Frauen und Kinder erlaubt. Seht ihr diesen kranken Wahnsinnigen? Aber ihr denkt, das ist ein kranker Wahnsinniger. Das ist ein kranker Wahnsinniger oder das ist einer von euch, der bezahlt wurde. Es ist ein No-Name. Es ist nicht hier in Ibn Usaymin, Bin Baz, Sheikh Fawzan. Er hat doch vorletzten gesagt, Sheikh Fawzan, wenn er gegen kritisiert wird, getötet. Sollen wir gucken, was Sheikh Fawzan sagt? Oder sollen wir lieber gucken, was der Prophet Mohammed sagt? Am Ende heißt es auch, Sheikh Fawzan spielt keine Rolle. In meinen Augen ist das ein wahrer Muslim. Der seinen Propheten liebt. Das ist für ihn Habibullah, das ist der Liebling Allahs für ihn. Und alles, was Mohammed sagt, wird in die Tat umgesetzt, auch wenn es brutal klingt. Für dich klingt das natürlich wahnsinnig, weil du das nicht ertragen kannst, mein lieber Muslim. Ich konnte das auch nicht ertragen, hab mir gedacht, was ist denn für eine wahnsinnige Religion? Guck mal, wie der sich freut. Oh, ich freue mich, ich bin so glücklich. Ich darf Frauen und Kinder töten. Guck dir das an. Ist das nicht ein Satanist? Eindeutig. Du auch. Ihr beide seid Satanisten. Beide. Ihr beide folgt gerade den Satan. Man muss den Teufel anbeten. Somit ist das Töten ihrer Frauen und Kinder erlaubt? Ist das krank? Jetzt pass mal auf. Ihr dachtet, das ist ein Wahnsinniger. Guck mal her. Wo finden wir die Aussage? Hier, wir sind auf sunnah.com. Ich mache das extra groß, damit schön die Muslime das sehen. Wo sind wir hier? Sahih Muslim. Ich mache das nochmal ganz groß, fett, damit die sehen, dass Muslime Frauen und Kinder... er soll nicht groß machen eigentlich. Sahih Muslim. 1745a. Wisst ihr, was er machen muss eigentlich? Er muss eigentlich einfach nur einen Hadith davor lesen. Er macht es größer. Nein, das reicht schon. Er kennt diese Sachen. Er kennt auch, oder er ist wirklich bekloppt. Also eigentlich muss er nur einen Hadith da vorlesen. Aber wir gucken uns mal an, was er hier noch zu sagen hat. Im Buchreferenz finden wir das im Buch 32, Hadith 30. In der englischen Referenz finden wir das im Buch 19, Hadith 4, 3, 2, 1. Und Muhammad sagt, und hier, it is reported on the authority of Saab bin Jathha. Hammer, that the Prophet of Allah, when asked about the women and children of the polytheists being killed during the night rites, said, also Muhammad sagte, also die haben den gefragt, was ist mit den Frauen und Kindern während unserer nächtlichen Angriffe, die getötet werden? They are from them. Innahum minhum, so wie er gerade gesagt hat, das ist der Hadith, den er zitiert. Und er ist so glücklich darüber, dass Muhammad das gesagt hat. They are from them. Sie sind von ihnen. Sie sind ein Teil von ihnen. Seht ihr? Seht ihr das? Deswegen setzt euch hin und studiert die Aussagen von diesen Leuten.
Gib den Ganzen nach und prüf das, was er sagt. Das sind keine Wahnsinnigen, das sind echte Muslime. Ihr versteht das nur nicht, weil ihr euch noch niemals damit auseinandergesetzt habt. Und deswegen könnt ihr nicht verstehen, was ich hier mache. Mhm. Ihr könnt vom Glück ausgehen, dass ich hier so sitze und euch diese ganzen Sachen zeige. Dass ich mir diese Zeit nehme, weil ihr etwas an euch liebt. Guck mal, wie ihr... Guck, weil ich euch liebe. Ich glaube doch nicht wirklich an diesen Dajjal, ja. Weil ich euch liebe, zeige ich jetzt islamische Quellen, interpretiere rein und alles andere lasse ich aus und bringe es dann so rüber, ob Kinder und Frauen getötet werden dürfen. Ja? Unglaublich, oder? Ich möchte, dass ihr verloren geht oder dieser Satansekte angehört. Guck mal, Satansekte, Kinder, Frauen, wir zeigen auch danach, nachdem wir die Hadith aufgezeigt haben, zeigen wir auch die Bibel. Also er sagt gerade, Kinder, Frauen töten gehört zu Satan. Habt ihr gehört, oder? Hier nochmal, bitte. Hört mal euch mal an. Diese ganzen Sachen zeige, dass ich mir diese Zeit nehme, weil mir etwas an euch liegt, weil ich euch liebe. Und ich nicht möchte, dass ihr verloren geht oder dieser Satansekte angehört. Die es liebt, Frauen und Kinder zu töten. Okay. Khalas, wir machen gleich weiter da. Wir werden das Video sowieso nur das ein Thema eingehen. Ja. Hier haben wir Zeige Muslim da. Also erstmal steht hier geschrieben, ist es ein Befehl? Hat der Prophet hier befohlen, dass man Frauen und Kinder töten darf? Befohlen. Oder heißt es hier, dass in Schlachten Kinder und Frauen umkommen? Ja, umkommen. Wie sieht's da aus? Also es gibt da normalerweise auch Strafen, ja. Und wie sieht's da aus? Und der Prophet hat gesagt, die sind einfach von den Götzenanbetern. Die gehören zu den Götzenanbetern. Aber, also sie sind von ihnen. They are from them. Ja, sie sind von ihnen. Aber am Ende ist es hier ein Befehl. Seht ihr hier irgendwo einen Befehl, dass man Frauen und Kinder nicht töten darf? Hier sind Kinder gestorben und dann hieß es einfach, die sind von Teil von ihnen. Aber es ist kein Befehl. Schaut euch mal den Befehl hier an. Wir gehen nur eins höher. Guckt mal euch mal an. Hier. Ibn Omar, the woman was found, killed one of the battles or messenger of Allah forbade the killing of women and children. Was heißt das? Verbietet das. Verboten hat er das erklärt. Verboten. Wen? Hier. Women. Children, verboten, ja, im Schlachtfeld, also wenn es Krieg ist, da zum Beispiel in Hendek, wo die gegen Juden gekämpft haben, gegen Beni Quraysums, da wurden die Frauen und Kinder nicht getötet, ja, da wurden die Kinder und Frauen nicht getötet, nur die am Krieg beteiligt waren und Frauen waren nicht beteiligt und die Kinder, so Säuglinge und so weiter, die wurden, ist ja klar, dass sie auch nicht beteiligt sind, ja? Und hier, verboten. Ein Hadith davor. Guckt euch mal an, hier, der muss einfach nur hier hochgehen, weil hier ist ja kein Befehl. Hier ist passiert, eine Sache, was passiert ist. Stellt euch mal vor, Amerika hat auch schon hier Terror, also umgebracht im Krieg und da sind jetzt irgendwie Kinder umgekommen. Im Krieg aber. Sagen wir mal unabsichtlich, okay? Wird derjenige jetzt verurteilt dafür? Nein. Es ist ein Krieg. Deswegen wird er, sogar wenn die absichtlich umbringen, Frauen und Kinder, haben wir auch schon Videos gesehen, wo es absichtlich heißt, dann ja, schießt, schießt und die, da werden Kinder angeschossen. Ja, das haben wir auch schon Videos gesehen, ja. Das haben die auch, haben wir aufgezeigt. Und das, sogar da werden die nicht gerichtet dafür. Ja, und was ist denn, wenn man aus Notwehr tut im Krieg, nachts, wenn man halt irgendwie im Dunkeln, wo kein Licht ist, wo man nicht Gesichter sieht, wenn man da halt mit dem Feind Allahs kämpfen sollte, im Krieg natürlich, ja. Und was ist, wenn da Kinder umkommen? Er hat gesagt dann, Se'a vom Sem, die sind von ihnen. Und hier sieht man auch natürlich, zum Beispiel hier in der Nacht, nicht, dass ihr denkt, ich habe das erfunden oder so, Neid. Also da, wo man nicht sieht, sonst tötet man keine Kinder und Frauen, das ist verboten. Aber es kann durchaus passieren, aus dem Unfall, also dass ein Unfall passiert, so wie hier im Krieg auch, überall im Krieg schon sowas passiert, ja. Es gibt keinen Krieg, wo Kinder und Frauen nicht getötet wurden. Ja, man, meistens ist es natürlich so, dass man absichtlich umbringt. Aber hier geht es wirklich um Nacht, dass es dunkel ist, dass man nicht erkennt, sieht. Und dann kann durchaus passieren, dass da Frauen und Kinder umkommen. Und der hat da gesagt, das ist ein Teil von ihnen. Ja, die sind einfach von den Götzen an, die waren mit denen zusammen gewesen, ist damit gemeint einfach. Dass sie mit denen waren. Ja, das ist einfach damit gemeint. Aber nicht ein Befehl. Wo ist hier das Befehl? Wo? Wo sagt der Prophet? Nein, aber er befiehlt hier genau das Gegenteil.
Es ist verboten hier. Verboten. Dann haben wir noch einen Hadith hier. Hier auch. Messenger of Allah. He disapproved. Ja, disapproved heißt, er hat es verabscheut. Er hat es verabscheut. Er sah es als schlecht. Was? Killing of women and children. And children. Hätte jetzt Amir weit suchen müssen? Nein, er müsste einfach nur zwei Hadithe hier hochgehen. Beide Hadithe hier. Hier hat er das, das hat er hier gelesen. Ja, das hat er gelesen, er hätte nur so machen müssen. Und das ist absichtlich, oder? Der Prophet hat befohlen, im Kriegsfall keine Frauen und keine Kinder umzubringen. Steht das nur bei Muslim? Steht das nur hier geschrieben? Hier, sei Muslim. Nein, das steht auch hier geschrieben, auch bei Bukhari. Haben wir es auch. Hier haben wir Bukhari. Woman and phone killed, Allah's Messenger of. Hier, er hat es verabscheut. Verabscheut. Hier haben wir auch, das ist jetzt Bukhari-Hadith, ja, das ist nicht mal Muslim. Hier, Bukhari, 3014. Hier haben wir auch. Hier, Messenger, woman found killed, Allah's Messenger, forbade, verboten. Bukhari-Hadith auch, Muslim-Hadith auch. Was sagt er? Der Prophet hat befohlen. Nur weil irgendein Depp, irgendein Horst, irgendjemand, der 0,0 No-Name, kein Mensch kennt ihn, irgendjemand was sagt, vielleicht wurde er, wie gesagt, auch bezahlt. Ja, weil hier ist doch klar und deutlich, dass er im Kriegsfall verboten hat. Im Kriegsfall, wie sieht es jetzt außerhalb vom Krieg aus, mit Zivilisten aus? Erst recht ist es verboten, wenn die gar nicht im Krieg beteiligt sind. Ja? Erst recht ist es dann verboten. Frauen und Kinder hat der Prophet sozusagen verboten, im Kriegsfall umzubringen. Im Krieg umzubringen. Wir haben ja auch Fethul Bari, das ist die Erläuterung von Sahih Bukhari. Wir haben auch Sahih Muslim da, aber das hatten wir schon mal übersetzt. Wir haben ja schon dazu mal ein Video gemacht, ja, gegen Elia. Ich würde es einfach hier, das Deutsche, was ich jetzt hier übersetzt habe, lesen. Das kann man auch so machen. Also es ist von Fethul Bari. Eine weitere Überlieferung heißt von Ibn Abbas, dass der Prophet Sam sagte, sie gehören zu den Götzenanbetern. Hadith, den er vorgelesen hat, bei Bukhari 3013. Was heißt hier, was sagt der Gelehrte? Das ist ein bekannter Gelehrte, Ibn Hajar al-Asqalani. Das ist ein Gelehrter, der wenigstens Fetwa geben kann. Jemand, der, dem man folgt, diese Bücher folgt man wenigstens. Oder Sahih Muslim al-Minhaj von Imam Nawawi, wie auch immer, ja. Also hier steht geschrieben, wir entnehmen aus diesem Hadith, dass Kinder im Krieg gestorben sind. Denn der Prophet Sallam hat das nicht befürwortet und der hat es verabscheut. Ahmed bin Hanbal erklärte, dass es vorkam, dass man die Feinde nachts bekämpfte. Daran ist nichts Verwerfliches und kein Gelehrter hat es für Haram oder Makruh angesehen, wenn man nachts halt ein Dschihad macht. Ja? Der Prophet Sallam sagte, dass diese ein Teil der Götzenanbeter waren und zu ihren Familien gehören. Wenn man in einer Kriegssituation ist und die Dunkelheit eine starke Erschwernis bringt, dann wird man nicht dafür bestraft, wenn dadurch Kinder umkommen sollten. Das ist damit gemeint. Ne? Niemals kann man aber hieraus verstehen, dass der Prophet Sallam Töten von Frauen und Kindern befürwortet hat. Wer sagt es? Ahmed bin Hanbal. Einer der größten Rechtschulen, ja? Dass der Prophet Sallam Töten und Frauen und Kinder befürwortet hat. Er hat in dieser schwierigen Situation lediglich gesagt, dass sie zu ihnen gehören. Tafsir von Ahmed bin Hanbal steht es auch geschrieben. Ich glaube, bei Ibn Kassir steht es auch geschrieben. Imam Malik und Awsai sagen dazu, es ist niemals für den Gottesfürchtigen erlaubt, Frauen und Kinder zu töten. Das ist auch wieder eine Rechtschule. Imam Malik. Auch dann nicht, wenn zu den Angreifern Frauen oder Kinder gehören. Und auch dann nicht, wenn sich bei den Muslimen Schutz suchen. Auch nicht, wenn sie bei den Muslimen Schutz suchen. Es ist den Muslimen verboten, Frauen und Kinder mit Bogen und Pfeilen auf sie zu zielen. Zweite Rechtschule. Ja, in Tabaranis Werk El-Awsat wird überliefert von Ibn Umar, dass die Leiche einer Frau dem Propheten Sallam gebracht wurde. Als der Prophet sah, dass es sich um eine Frau handelte, war er sehr enttäuscht und sagte, sie gehöre nicht zu den Soldaten. Was habt ihr da gemacht? Sie gehört nicht zu den Soldaten. Warum habt ihr diese Frau getötet? Nachdem der Prophet gesehen hat, dass eine Frau gestorben ist. Er war mit dieser Handlung unzufrieden und verbot das Töten von Frauen und Kindern. Genauso auch wie bei Hunain-Schlacht, glaube ich, war das. Ja, da ist auch eine Frau umgekommen. Und der Prophet Sallam hat es verboten, hat es verabscheut. Warum habt ihr diese Frau getötet? Und da meinten die, diese Frau kam und hat uns angegriffen mit Waffe.
Ja? Und aus diesem Grund wurde getötet. Es gibt mehrere. Also Imam Malik, Imam Shafi, Imam Ahmed bin Hanbal. Alle vier Rechtschulen. Hanefitische Rechtschule brauche ich gar nicht zu sagen. Das ist klar und deutlich. Ja? Da dürfen nicht mal Mürtet-Frauen, die halt ihren Glauben verlassen, getötet werden laut Hanefitische Rechtschule. Ja, also das ist ganz anders. Aber laut vier Rechtschulen, laut Ijma, Konsens aller Gelehrten, dürfen Frauen und Kinder nicht getötet werden. Absichtlich nicht getötet werden. Ja. Was hat der Prophet Sallallahu gemacht? Die Frau, die ihn vergiften wollte. Bukhari Hadith, Ibn Ishaq, steht das auch geschrieben. Der Prophet Sallallahu hat diese Frau nicht getötet, die ihn töten wollte. Wie kann man? Überlegt euch mal. Sie wollte den Propheten vergiften, die Jüdin, und der Prophet hat nicht befohlen, nachdem er erfahren hat, dass sie ihn vergiften wollte, hat nicht befohlen, sie zu töten. Was kommen die überhaupt an? Bukhari Hadith, Ibn Ishaq steht es geschrieben. Er weiß es ganz genau Bescheid. Aber diese Sachen lässt er aus. Warum? Weil die will er gar nicht hören. Das interessiert ihn gar nicht. Das ist unwichtig. Hauptsache, ich werde den Islam beschmutzen. Hauptsache, der Islam wird es so schlecht machen, so schlecht, damit jeder einfach Angst bekommt von der Religion, von dem Glauben. Aber keineswegs, das steht aber hier nicht geschrieben, der Prophet hat es verboten, Kinder und Frauen zu töten. Und in einem anderen Video sagt Amir, wir werden den Islam mit aller Macht aufhalten. Das machen die wirklich hier, mit aller Macht. Die nehmen natürlich den Satan zu sich, rufen ihn an und nehmen zu sich und versuchen mit aller Macht, den Islam auszulöschen. Aber was haben wir schon am Anfang des Videos gesagt? Die können machen, wie sie wollen. Allah subhanahu wa ta'ala wird das mit beenden. Die können halt versuchen, mit ihren Munden halt Lügen zu verbreiten, aber Allah wird sein Licht beenden, auch wenn es zu denen zuwider ist. Ja? Also hier, alle vier Rechtsschulen, Hadithe ohne Ende, er hätte nur ein bisschen hoch machen, also hier nichts, also hier, guckt euch mal an. Also Bukhari Hadith, verboten. Und er hätte hier einfach nur ein bisschen so machen müssen, er hätte es locker gesehen, aber das hat er einfach nicht gemacht, weil er das nicht sehen will. Wo ist es nochmal, dieser Hadith? Hier ist es, glaube ich, der Hadith, den er jetzt vorgelesen hat. Genau hier. Guckt euch mal, er hätte nur so machen müssen. Und hier steht schon geschrieben. Denkt ihr wirklich, dass er es nicht getan hat? Doch, aber es geht hier nicht um die Wahrheit mehr. Es geht einfach zum Manipulieren. Obwohl hier gar nicht, also hier ist kein Befehl. Bitte daran merken, das ist kein Befehl. Befehl ist, tötet Frauen und Kinder. Das ist es nicht. Frauen und Kinder sind umgekommen. Wie sieht es da aus? Im Dunkeln, im Notfall. Die gehörten zu ihnen. Aber hier ist ein Befehl. Tötet nicht. Forbade. Verboten. The killing of women and children. Klar und deutlich. Klar und deutlich. Aber was sagt er? Wir machen mal weiter ihn hier. Weil das macht uns ja wirklich, das ist unglaublich. Das ist unglaublich, wie Allah subhanahu wa ta'ala ihn erniedrigt und der sieht es nicht. Er ist doch selber gemacht. Und der ist sogar noch glücklich, dieser eine Typ. Oh, uns hat eine Fatwa erreicht. Seht ihr? Mohammed erlaubt das Töten von Frauen und Kindern hier. Sag mir nicht, dass das nicht stimmt. Krass, oder? Geht aber ein bisschen sehr hoch. Einer hat diese. Dann haben die sich gewundert und gesagt, ja guck mal, islamischer Staat ist unislamisch. Die töten Frauen und was für IS, Mann, die IS aufgelöst. Die IS gibt's gar nicht mehr. Die sind noch aufgelöst. Warum redest du immer noch über IS? Die sind doch schon aufgelöst, aber der versucht immer noch, der will ja immer noch, dass IS existiert. Das ist seine Wunschvorstellung, damit er mit Finger immer noch zeigen kann. Wenn IS weg ist, wenn IS ausgelöscht ist, ist er auch ausgelöscht. Wenn IS nicht mehr da ist, ist er auch nicht mehr da. Er lebt von IS. Das ist es. Er lebt von solchen Gestalten, die solche Videos machen, sowas sagen. Aber zeig doch mal das andere, das Richtige. Guck mal, wir reden hier von Ibn Hajar Asqalani. Wir reden hier von Imam Nawawi. Das sind anerkannte Gelehrten. Ja, für die Ahl Sunnah wal Jama'ah. Ja, für alle Rechtschulen, für die Sufis, für die Salaf, für alle. Ja, und da steht genau was anderes. Da steht, dass es Ijma-Konsens gibt, dass es keine andere Meinung gibt dazu. Und der kommt hier mit irgendeinem Affen an, hier, A'udhu Billah, und der irgendwas sagt und den nimmt er als Beweis und ist hier der große Affe hier. Ganz ehrlich, das ist doch nicht mehr genau. Das ist doch wirklich nicht normal, oder? Das ist doch schon krank. Ihr Verrückten, wenn ihr nur wüsstet, was sich in den Quellen befindet. Wenn ihr wüsstet, was in euren Quellen befindet. Das haben wir schon gezeigt. Mehr gibt es da nicht. Aber was haben wir hier? Wir haben hier die Bibel.
Guckt mal euch mal an. 1. Samuel Kapitel 15, Vers 3. Guckt mal an. Er ist doch darin. Er sagt doch, das ist IS und alles drum und dran und Terror und was weiß schlecht und so weiter. Guckt mal an, wie er seine Bibel verspottet gerade. Zieh hin und schlage Amalek. Amalek war ein Schlechter. Okay, akzeptieren wir. Der war gottlos gewesen. Er hat Kriege geführt und so weiter. Akzeptieren wir alles. Und vollstreckt den Bann an ihnen, an allen, was es hat und verschone ihn nicht, sondern töte Mann und Frau, Kind und Säugling, Rind und Schaf, Kamel und Esel. Mann und Frau, Säugling. Jetzt ist die Frage, Säugling im Krieg? Der Prophet hat es verboten. Der Prophet hat es verboten. Der Prophet hat es verboten. Der Prophet hat es erlaubt. Aber hier hat er verboten, der Prophet. Also laut Islam ist das hier verboten. In der Bibel ist es erlaubt. Ihr Verrückten, wenn ihr nur wüsstet, was sich in den Quellen befindet. Guckt euch mal an, was er sagt hier. Das ist Jahwe, das ist Gott hat befohlen hier. Gott sagt, zieh und mach das. Töte Frauen und Kinder. Nicht, dass wir die Sache schlecht ansehen. Nicht, dass wir sagen, guck mal, die Bibel steht Kinder und Frauen und bleiben direkt. Allahu a'lam, wir wissen es nicht. Auf jeden Fall, islamisch gesehen, ist es verboten. Ja, aber er macht es schlecht. Er verspottet diese Stellen aus der Bibel. Er verspottet gerade Jahwe. Er verspottet gerade Jesus. Denn Jesus ist es doch gerade, der Gott ist, oder? Für die Christen. Gehen wir mal weiter. Hier. Oh, hier ist ja ganz schön viel. Also auf jeden Fall hier, Moses wurde zornig. Kennt ihr schon diese Stelle hier? Frauen. Also Moses hat gesagt, dass man soll Frauen und Kinder töten. Hier. Für alle Frauen am Leben gelassen. Also warum habt ihr alle Frauen am Leben gelassen? Sagt die Moses. Ja? Siehe, es sind ja auf das haben wir schon so oft vorgelesen. Vorgetragen, so bringt alles männliche von Kindern, hier Kindern und Frauen. Wieder die Bibel. Das ist für ihn IS gerade, das ist für ihn Terror. Das Jahwe ist für ihn ein Terrorist, das Jahwe für ihn. Gott ist für ihn ein Terrorist, für ihn. Nicht für mich, für ihn, ja. Kinder und Frauen. Ihr Verrückten, wenn ihr nur wüsstet, was sich in den Quellen befindet. Er verspottet es doch ganz nett. Er verspottet gerade die Bibel. Hier, Moses hat befohlen, dass man Frauen und Kinder tötet. Frauen, die nicht Jungfrau sind, nicht beschlafen erklärt haben, die soll man dann für sich am Leben lassen. Also mit denen darf man dann Geschlechtsverkehr haben, weil die anderen Frauen waren unrein. Unrein gewesen. Hier, Kinder. Aber alle Kinder, die Mädchen, die hier alles. Und hier aber alle Kinder, alle Mädchen, die den Beischlaf eines Mannes nicht gehabt haben. Also was heißt das? Dass Kinder auch Geschlechtsverkehr hatten. Guck mal an hier. Hier haben wir sogar Doppelschlag. Weil hier ist es doch. Aber alle Kinder, alle Mädchen, die den Beischlaf eines Mannes nicht gekannt haben. Das heißt, es könnte auch sein, dass Kinder Geschlechtsverkehr haben. Man soll die nochmal aussortieren. Kinder, die Beischlaf hatten, die soll man auch töten. Die Geschlechtsverkehr hatten, die soll man auch töten. Und Kinder, die keinen Geschlechtsverkehr hatten, die soll man dann am Leben lassen. Aber hier sind Kinder die Rede. Also das ist nochmal nebenbei, weil sagen wir, Aisha radiallahu mit 9 Jahren geheiratet, der Prophet Mohammed. Hier gibt es auch Kinder. Kindersex gibt es ja auch. Diese Gestalte, farblose Gestalt. Aber hier steht es geschrieben, Frauen und Kinder sollen sterben. Und wer befiehlt es? Gott, Moses war. Ja, Moses war ein großer Prophet gewesen. Hier. Wenn jemand einen störrischen und widerspenstigen Sohn hat, der auf seinen Vater und auf seine Mutter nicht hört und ihnen, auch wenn sie ihn züchtigen, nicht gehorchen will, dann sollen sein Vater und seine Mutter ihn ergreifen und ihn hinausführen zu den Ältesten seiner Stadt und das Tor seines Gottes. Und sie sollen zu den Ältesten der Stadt sagen, unser Sohn ist störrig und widerspenstig, er hört nicht auf uns, er ist ein Verschwender und Säufer. Dann sollen ihn alle Männer seiner Stadt zu Tode steinigen. Ja, und das, er würde so, wenn diese Stellen im Koran stehen würden, im Hadithen, der würde durchdrehen. Aber er kann es nicht, ne? Er kann es nicht, aber er verleugnet es trotzdem aus dem Herzen, weil er auch der Atheist ist. Arme der Atheist. Ihr Verrückten, wenn ihr nur wüsstet, was sich in den Quellen befindet. Sollst du das Böse ausrotten aus deiner Mitte? Ganz Israel aber soll es hören und sich fürchten. Aber was sollen hier getötet werden? Kinder. Wir sollen. Sohn, der störrisch ist, soll getötet werden. Ja? Der widerspenstig ist zu seinen Eltern, soll getötet werden. Steht in der Bibel geschrieben, nicht im Koran, nicht im Hadithen. Im Koran, im Islam ist es niemals so, der widerspenstig, der säuft, der wird niemals getötet. Es ist niemals gestattet, einen, der säuft oder widerspenstig ist zu seinen Eltern, dass er getötet wird. Laut Bibel schon, laut Jahwe, laut Jesus schon. Und dieser Gestalt, was passiert mit ihm? Ne? Guckt mal an, ist er nicht widerspenstig?
Was passiert mit diesen Menschen, mit diesen Gestalten, laut Bibel, laut Gesetz, wenn es Gesetz noch herrschen würde? Die Gesetze, die nicht aufgehoben wurden. Wir kommen auch gleich zu Jesus, dass Jesus das auch befohlen hat. Jesus, wir reden jetzt vom Neuen Testament. Ja, also das haben wir auch natürlich. Ja, das ist ein Lied, ja, das ist wirklich ein Lied. An den Strömen Babels, da saßen wir und weinten, als wir an Zion dachten. Ja, ich sing mal ein bisschen. Unsere Leiern hängten wir an die Weiden im Land, denn dort verlangten die uns Gefangene hielten. Lieder von uns, Lieder, hier Lieder von uns, die uns quälten. Freudengesänge. Singt uns Zions Lieder. Wie können wir Lieder des Herrn singen auf fremdem Boden? Wenn ich dich vergesse, Jerusalem, soll meine Rechte verdorren. Meine Zunge soll an meinen Räumen kleben. Ja, das brauchen wir alles nicht. Ja, hier, hier auch nicht. Hier. Wohl dem, der deine Kinder packt und am Felsen zerschmettert. So soll man das singen oder wie? Soll man so Lieder singen? Wohl dem, der deine Kinder packt und am Felsen zerschmettert. Psalm 137, Vers 9. Das ist ein Lied. Ihr Verrückten, wenn ihr nur wüsstet, was sich in den Quellen befindet. So haben die Lieder gesungen und so haben auch einige heute auch gesungen. Durch diese Textstellen. Ja? Durch diese Textstellen. Ich will nicht viel reden, weil dann wird ja mein Video gelöscht. So, Levitikus. Wer seinen Vater oder seine Mutter flucht, der soll des Todes sterben. Sein Blut sei auf ihm, dass er seinen Vater oder seine Mutter geflucht hat. Also wenn ein Kind seinen Vater oder seine Mutter flucht, soll er des Todes sterben. Hier, ein Kind, Bibel, Amir, was ist mit dir? Ihr Verrückten, wenn ihr nur wüsstet, was sich in den Quellen befindet. Hier, wer seinen Vater oder seine Mutter flucht, muss getötet werden. Hat das Jesus befohlen? Ja, Jesus hat diese Sache genauso befohlen. Und zwar steht hier geschrieben in Markus Evangelium, Kapitel 7, Vers 10, Moses hat nämlich gesagt, ehre dein Vater und deine Mutter. Und wer über Vater oder Mutter schlecht redet, der sei des Todes. Sagt wer? Sagt Jesus. Ihr aber sagt, wenn einer zu Vater oder zu Mutter spricht, Korban, das meint, dem Tempel soll geweiht sein, was dir von mir zusteht, so lasst ihr zu, dass er nicht mehr tut für Vater oder Mutter. Damit setzt ihr das Wort Gottes außer Kraft durch eure Überlieferung, die ihr wieder weitergegeben habt. Und dergleichen tut ihr nach manches. Also hier, Jesus sagt, dass die Juden damals die Gesetze missachtet haben, indem sie diese Stelle aus Mose, Exodus Kapitel 21, Vers 17, also 2. Mose, und hier aus 3. Mose, Kapitel 20, Vers 9, ja, nicht ausgeübt haben. Nicht ausgeübt haben. Weil hier macht Jesus das schlecht. Guck mal, ihr müsstet eigentlich auch das tun, aber ihr tut das nicht. Ihr übt die Gesetze nicht aus. Ja? Er kritisiert nicht diese Gesetze, er macht nicht diese Gesetze schlecht und sagt, ich bin jetzt gekommen und so. Nein, er sagt, ihr müsst doch normalerweise nach diesen Gesetzen gehen. Wieso geht ihr nicht nach diesen Gesetzen? Stellt euch mal vor, dass dieser Jude das jetzt gehört hat, einfach das dann getan hat danach, nachdem er gesagt hat, Jesus stimmt ja, was er sagte. Eigentlich müssen wir nach den Gesetzen gehen. Und dann hat er vielleicht sein Kind umgebracht. Also Jesus war nicht gegen das Gesetz gewesen. Jesus hat es befürwortet. Hier ist es klar und deutlich, dass Jesus befiehlt, dass derjenige, der flucht, sein Vater, seine Mutter, dass er sterben muss. Ihr Verrückten, wenn ihr nur wüsstet, was sich in den Quellen befindet. Jesus war dafür gewesen, nicht dagegen. Klar, jetzt könnte man sagen, Jesus wollte nur argumentieren und nur aufdecken, dass sie Heuchler waren. Aber egal, auch wenn, war Jesus dafür, weil es geht hier um Leben und Tod. Kann ja sein, dass derjenige dann das getan hat. Ja? Und hier steht es geschrieben, dass Jesus dafür war. Und am Ende sagt er auch, damit setzt ihr das Wort Gottes außer Kraft. Ja? Genauso wie er das tut, ja? Die Gesetze setzt er außer Kraft. Und hier steht es geschrieben, dass man das Gesetz, ist der Beweis dafür, dass im Alten Testament Jesus immer noch für die Gesetze war und dass er das schlecht gesehen hat, dass er mit Juden debattiert hat. Ja, aber am Ende hat er dieses Gesetz befürwortet, hat es angesehen und hat darauf, also hat die Juden dazu gebracht, dass sie das machen, dass sie sich oder die Juden daran erinnert, ja, dass sie das machen sollen.
dass sie dieses Gesetz ausüben sollen, dass sie das praktizieren sollen. Ja? Das steht hier geschrieben. Also Jesus war dafür gewesen. Keiner soll kommen und sagen, nein, diese Stellen stehen nur im Alten Testament geschrieben. Das gilt ja nur nicht mehr für den Neuen Testament. Nein, stimmt nicht ganz. Stimmt nicht ganz. Jesus war auch teilweise auch für die Gesetze. Hier ist es der Beweis, Markus 7, Vers 10. Ja, ihr könnt es interpretieren, wie ihr wollt. Ihr kommt da nicht raus, weil Jesus am Ende auch damit argumentiert hat. Er hätte, weil es geht ja hier um Leben und Tod. Warum sollte man mit einem, so mit sowas argumentieren, ne, wenn man dagegen ist? Ja. So, also was steht hier geschrieben? Töten Kinder, töten Kinder, töten Kinder. Dann hier steht geschrieben ein Lied, wo man Kinder zerschmettern soll. Ja, hier, hier Kinder packt die Kinder und Felsen zerschmettern. Dann haben wir hier Kinder töten. Ja, hier auch. Alles Bibel, alles nicht Koran, alles nicht Sunna, weil der Prophet hat es verboten. Also der Prophet hat es verboten. Zum Beispiel hier, diese Sache hier mit Mose. Ja, der Prophet hat es hier verboten. Moses hat es erlaubt. Allahu alam, was da für eine Weisheit dahinter steckt. Ich weiß es nicht. Aber er hier sieht es als Terror an. Guckt euch mal an, er sagt, Moses war ein Terrorist. Moses war ein IS-Anhänger. Guckt euch mal an, was er hier sagt, bitte. Hört euch mal an. Ich mache mal ein bisschen zurück. They are from them. Sie sind von ihnen. Sie sind ein Teil von ihnen. Seht ihr? Seht ihr das? Ja, wir sehen das. Deswegen setzt euch hin und studiert die Aussagen von diesen Leuten. Geht den ganzen nach und prüft das, was er sagt. Das sind keine Wahnsinnigen, das sind echte Muslime. Ihr versteht das nur nicht, weil ihr euch noch niemals damit auseinandergesetzt habt. Hm. Und deswegen könnt ihr nicht verstehen, was ich hier mache. Ihr könnt vom Glück ausgehen, dass ich hier so sitze und euch diese ganzen Sachen zeige. Ja, Amir, du kannst davon, sei froh, dass ich hier die Bibel zeige, dass du ein Dejelius bist, dass du eigentlich ein Lügner bist, dass du eigentlich nur mal deine Bibel verachtest. Jesus verrichtest, Yahweh richtest, dass du Jesus und Yahweh, Gott, in der Bibel schlecht siehst, auch wenn es das Alte Testament ist, spielt keine Rolle. Dass ich mir diese Zeit nehme, weil mir etwas an euch liegt, weil ich euch liebe. Ich möchte, dass ihr dieser Satan-Sekte angehört. Die es liebt, Frauen und Kinder zu töten. Steht da irgendwas von Liebe vom Hadith? Nein. Aber hier steht geschrieben in der Bibel. Ne? Guckt mal an, wie ihr abgeht. Da musst du mir, guck mal, was im Alten Testament steht. Hier, Frauen und Kinder. Hier, guck mal. Dein Prophet hat es doch selber gemacht. Und der ist sogar noch glücklich, dieser eine Typ. Oh, uns hat eine Fatwa erreicht. Seht ihr? Mohammed erlaubt das Töten von Frauen und Kindern hier. Sag mir nicht, dass das nicht stimmt. Seht ihr das? Und dann haben die sich gewundert und gesagt, ja guck mal, islamischer Staat ist unislamisch. Die töten Frauen und Kinder. Ihr Verrückten, wenn ihr nur wüsstet, was sich in den Quellen befindet. Wenn ihr nur wüsstet, was in euren Quellen befindet, Amir, dein Yahweh, dein Jesus im Alten Testament, dein Gott, was er befohlen hat. Unglaublich, oder, was er gerade macht? Unglaublich als Christ, wie Allah ihn erniedrigt. Wenn das keine Erniedrigung ist, also wenn mir das geschehen würde, was er hier tut, ich könnte gar nicht mehr schlafen. Ich würde, glaube ich, aufhören, mit Videos zu machen. Wirklich, ich könnte niemals schlafen, wenn er so einen Fehler machen würde. Diese Quellen sind nicht ISIS, sondern ISIS ernährt sich von den Quellen. Nein, wenn überhaupt, ernährt sich IS aus der Bibel. Aus biblischen Quellen. Und wendet sie in die Tat um. Wenn überhaupt. Wenn überhaupt. Ihr versteht es nicht, was der IS da macht. Ihr schämt euch dieser Religion. Deswegen habe ich gesagt, kommt raus aus dieser Sekte. Kommt raus aus dem Islam. Deswegen habe ich ja gesagt, komm raus, lass uns eine Debatte führen. Mal gucken, was mehr zu IS führt. Die Bibel, das Alte Testament und von mir aus auch das Neue Testament oder Koran und Sunna. Aber er hat sich ja gar nicht getraut, weil er weiß ganz genau, was in der Bibel geschrieben steht. Er weiß, dass er damit nicht... Er ist ja gegen Yahweh. Für ihn ist Yahweh IS. Für ihn ist Baghdadi Yahweh. A'udhu Billah ist Gott. Der Baghdadi, der Führer. Der Führer der IS war für ihn sein Gott, so gesehen. Also laut sein Verständnis. Ja, nicht falsch verstehen, bitte. Ich will hier auch keinen Christen beleidigen, keinen Christen auch schlecht machen. Ich weiß ganz genau, dass es gute Christen gibt, aber es geht hier wirklich um Arme und solche Gestalte wie er. Es geht hier nicht um das Christentum gerade. Es geht auch nicht um diese Gesetze. Ich sage gerade, dass ich diese Sachen respektiere, weil ich weiß ja nicht, ob Gott das befohlen hat. Denn Gott kann ja sein, aus Weisheit, dass er diese Sachen befohlen hat, Moses. Wir wissen es nicht. Wir sagen weder ja noch nein. Der Prophet hat gesagt in einem Bukhari-Hadith, in einem Hadith, das Sahih ist auf jeden Fall,
hat er gesagt, wenn ihr über das Alten Testament, über die Bibel irgendwas hört, sagt weder ja noch nein. Sagt einfach, ich weiß es nicht. Warum? Weil kann sein, dass du was sagst, was falsch ist, und dafür wirst du zur Rechenschaft gezogen. Kann sein, dass du irgendwas verleugnest, dafür wirst du zur Rechenschaft gezogen. Kann sein, dass was richtig ist, was du sagst, ist falsch. Kann sein, dass du zur Rechenschaft gezogen wirst. Ja, natürlich können wir sagen, im Islam ist es nicht erlaubt, weil es auch nicht erlaubt ist. Das ist ja richtig. Frauen und Kinder zu töten ist nicht erlaubt. Das dürfen wir sagen, weil im Islam ist es nicht erlaubt. Aber was damals befohlen wurde, Moses, Allah weiß, mit Khidr al-Salam kennen wir auch diese Stelle, Surat al-Kahf, was befohlen wurde, ja, Khidr al-Salam, was er tun soll, diesen Jugendlichen halt, ja, der halt ein schlechter Mensch war. Es war ihnen erlaubt gewesen zu töten, aber es geht um Khidr al-Salam in der Zeit von Musa wieder, nicht um Propheten Mohammed al-Salam, ja. Deswegen, das sind die Unterschiede. Deswegen, wir dürfen weder sagen ja noch nein, wenn wir diese Stelle aus dem Koran und Sunna keine Beweise dafür haben. Klar, es gibt einige Stellen, wo wir sagen können, Bibel, natürlich ist es eine Lüge. Geschlechtsverkehr, dass die Engel hatten, das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge, dass David a.s. Götzen Unzucht getrieben hat, ist eine Lüge. Dass Salomo a.s., dass er halt Götzen angebetet hat, ist eine Lüge. Das wissen wir ganz genau, dass Jesus so ein Gott ist, ist Gott, das ist eine Lüge. Da brauchen wir gar nicht irgendwie jetzt irgendwie jemanden fragen oder eine Fatwa zu nehmen. Das ist klar und deutlich, weil es im Koran, Konsens, Aqida, alles widerspricht. Ja? Wir gucken uns mal weiter mal an, was dieser Horst hier sagt. Dann beenden wir das Video. Hat nichts mit dieser Religion zu tun, wir sind einfach in irgendwas hineingeboren. Das ist das große Problem. Du willst es nicht wahrhaben. Ja, hast du gesehen, wie brutal er die Wahrheit gesagt hat? Hier, hast du gesehen, wie brutal Yahweh die Wahrheit sagt? Wir machen mal ein bisschen nach hier. So glücklich, uns hat eine Fatwa erreicht. Guckt euch mal an. Also ich werde nochmal auf was hinaus. Prophet hat gesagt, wir dürfen Frauen und Kinder töten. Lächerlich. Ich möchte euch ein paar Texte zeigen. So, guckt euch mal an. Meine Geschwister im Islam, obwohl es in der Bibel selber steht, dass man in meinen Namen, Jesus sagt im Matthäus-Evangelium, in meinen Namen wird man das und das und das und das tun, ja, Wunder machen und heilen Menschen und so weiter. Und Jesus a.s. sagt laut Neue Testament, ja, laut Bibel, geht weg von mir, ich habe mit euch nichts zu tun, obwohl die das im Namen von Jesus es tun. Also er weiß es ja ganz genau, weißt du, das ist kein Beweis dafür, wenn irgendjemand, ein Muslim, irgendwas sagt, gerade ein No-Name-Muslim, spielt keine Rolle. Das ist für uns kein Maßstab. Das ist ja kein Gelehrtes. Nichts ist einfach nichts. Ein Mensch, stellt euch mal vor, irgendein Mensch redet einfach. Man nimmt doch nicht einen Menschen. Im Islam ist es so, man nimmt solche Menschen gar nicht ernst, die sowas reden. Wir nehmen die anerkannten Gelehrten, die wir auch schon bekannt sind. Die stehen hier in diesen Büchern geschrieben. Hier ist Sahih Muslim geschrieben. Die Fatwa geben können, die vier Rechtsschulen. Abu Hanifa, Imam Shafi, Imam Malik, alle Rechtsschulen sind einig. Und deswegen sagst du, meine Geschwister im Islam, folgt diese Gelehrten. Folgt diese Gelehrten, also wenn überhaupt, nimmt euren Wissen von Gelehrten und nicht von solcher Gestalte, nicht von solcher Gestalte, und genau die dienen ja, damit die Islamkritiker einfach, damit die einfach was haben, um den Islam anzugreifen. Das geht nur darum, der Islam will, man will einfach den Islam angreifen, beschmutzen. Aber wir haben unsere Rechtsschulen, wir haben hier unsere Gelehrten, wir folgen unsere Gelehrten. Zumindest wenn da Ijma-Konsens aller Gelehrten gibt, dann brauchen wir gar nicht viel zu reden, da gibt es auch nicht viel zu diskutieren, da gibt es überhaupt nicht, also eigentlich brauchen wir diese ganzen Bücher gar nicht. Ja? Das ist einfach klar und deutlich alles. Und das, was Ami einfach tut, ist nicht die Rede wert. Ja, das ist einfach ein schlechter Mensch, also schlechter geht es gar nicht. Ich finde, das sind die schlechtesten Menschen überhaupt, die rumschreien, rumlabern, Videos machen, die Aufmerksamkeit brauchen, ja, die einfach gar nicht anders können. Ja, die haben einfach nichts erreicht in ihrem Leben. Ja, die haben keine Ziele auch. Die schwachen auf und lesen einfach aus dem Buch und machen einfach ein Video und wer weiß, was er da, na, die Augen werden nochmal, Augenbrauen werden wieder gezupft, ja, enge Klamotten werden extra nochmal angezogen, damit man Weiber aufreißt, ja, damit man einfach nochmal ein Video schön aussieht und zeigt seinen Körper, ja, damit man einfach nur Frauen aufreißt. So einfach ist es. Es geht hier gar nicht mal um die Religion, es geht gar nicht mal um Jesus oder um Christentum oder was weiß ich was. Deswegen sind die letzten Videos bis zu Ramadan, 5 Videos, Allahu a'lam. Also das ganze Video, das werde ich auch noch beantworten. Aber es ist jetzt viel zu lang. Wir werden jetzt Schluss machen, es reicht. Wir haben jetzt gerade 1 Uhr morgens, und zwar Sonntag, 1 Uhr morgens.
oder jetzt schon Montag, ja. Und wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.